Das ist der Thomas aus Mainz. Viele Menschen mögen seinen Namen nicht. Dabei heißt er doch einfach nur Thomas, Thomas Nege. Deshalb heißt auch seine Dachdeckerfirma Nege. Immerhin zeigt das Logo keinen. Okay, doch. Naja, das Logo ist halt auch schon etwas älter. Weit über 60 Jahre, da hat der Opa das irgendwann mal sich erfinden lassen und es wurde überall eigentlich sehr positiv und auch mit dem dementsprechenden Humor aufgenommen. Ja, und was der Opa damals schon so witzig fand, darüber kann man doch auch heute noch herzlich lachen. Das Logo ist einfach rassistisch. Für mich ist es nur ein weiteres Kennzeichen von dem Alltagsrassismus, der aus der Mitte der Gesellschaft stammt. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Firma, deren Namensgeber Krüppel heißt. Diese Firma würde sicherlich nicht hergehen und ihr Logo bildlich interpretieren, indem sie einen Menschen im Rollstuhl stilisiert. Unser Logo ist nicht rassistisch. Das ist ein Fakt und da kann natürlich jeder hineininterpretieren, was er möchte. Genau, da fehlt den ganzen Kritiker wohl einfach der künstlerische Zugang. Die einzig richtige Interpretation geht nämlich so. Das ist im Prinzip unten kein Baströckchen, sondern es ist ein Dach. Und oben hat er kein martialisches Instrument für die Folter oder sowas in der Hand, sondern einen klassischen Schieferhammer. Ah ja, ist klar. Der Neger ist nämlich gar kein Neger, sondern ein Dachdeckerkollege. Der hat einfach nur zu lange in der pralle Sonne gehämmert. Und wir sind gar keine dicke Lippe. Der hat zum Mittag eben Leberwurst weg in die Schnut und die großen Ohrlöcher, die trächt in Mainz heutzutage sowieso jeder zweite Jugendliche. Also moderner geht's ja nur wirklich nicht.